mir aus. Also. Herr Professor Hindemith ist so freundlich, uns einiges über die Aufnahme in Berlin mit den Berliner Philharmonikern von Mathis der Maler zu erzählen. Bitte schön, Herr Professor. Ich habe gerade in der letzten Zeit nicht nur den Mathis der Maler, sondern auch einige andere Platten mit der Berliner Philharmonie gemacht. Aber da Sie gerade über dieses Stück etwas hören wollen, erzähle ich Ihnen etwas. Es ist nicht das erste Mal, dass ich gerade dieses Stück mit der Berliner Philharmonie aufgenommen habe. Ich habe vor etwa 25 Jahren schon mal eine Aufnahme von Mathis der Maler mit der Philharmonie gemacht, die sehr bekannt geworden ist, speziell in Amerika. Im Krieg, wo man deutsche Platten ja drüben nicht bekommen konnte, ist gerade diese alte Aufnahme, die allerdings nicht bei der Deutschen Grammophon war, ist gerade diese alte Aufnahme drüben eine sehr bekannte Platte geworden. Nun jetzt, vor 2 Jahren, frug man mich oder wünschte man, dass ich den Mathis wieder mit der Philharmonie machen sollte, und wir haben das gerade vor kurzem gemacht. Ich glaube, es ist eine sehr schöne Platte geworden. Natürlich, die alte Platte war noch technisch noch nicht so vollkommen, obwohl sie musikalisch auch sehr schön war. Und mit dieser neuen Platte haben wir wirklich, glaube ich, eine sehr gute Leistung vollbracht. Wir haben sehr viel Arbeit bei der Aufnahme geleistet. Die Philharmonie musste sich sehr anstrengen. Wenn Sie genau mal hinhören, werden Sie sehen, dass hier sehr schwere Stellen drin sind. Besonders im letzten Satz, wo die ganzen Streicher eine sehr schwierige Partie haben. Diese Streicherpartie haben wir wirklich sehr viele Mal machen müssen, bis sie wirklich so herauskam, wie sie sein sollte. Und wie ich sagen darf, wie sie der Komponist und auch der Dirigent, der ich ja in derselben Person bin, haben wollte. Also insofern haben wir uns wirklich sehr angestrengt. Ich hoffe, dass Ihnen nicht nur diese Mathis-Platte, sondern die anderen, die wir auch gemacht haben, es handelt sich um eine andere Sinfonie, die Harmonie der Welt, dann haben wir auch noch die Metamorphosen nach Weberschen Themen gemacht und noch ein anderes Stück, die 4 Temperamente, die noch herauskommen werden, auch noch die symphonischen Tänze. Also das sind eine ganze Menge Platten, die schon gekommen sind. Es sind auch noch andere, die geplant sind. Also ich hoffe, dass Sie auch an den anderen Platten Freude haben werden. Auch Sie sind alle mit der Berliner Philharmonie gemacht, mit großer Mühe und Arbeit und, wie ich sagen darf, mit den Technikern und den musikalischen Beiräten, die wirklich ganz ausgezeichnet da gearbeitet haben. Ja. Recht vielen Dank, Herr Professor. Also, ich hoffe, das war es, was Sie brauchen. Ja, vielen Dank. So, ich eile mich, ich muss gleich weiter zusammen. Ja.